Moin Moin, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Tasting-Video auf meinem Kanal. Ich bin Euser Violet und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich mal wieder eine Brennerei, die könnte man fast so als eine der drei großen von Ayla bezeichnen. Und zwar habe ich heute einen Laphroaig auf dem Tisch. Ich hatte bisher schon mal drei vorgestellt. Den Standard 10er, den 10er Sherry Oak und den Lore. Und heute habe ich den PX Cask auf dem Tisch. Tja, Laphroaig, dazu will ich jetzt gar nicht so viel erzählen. Ich hatte ja schon ein paar Mal was dazu gesagt in den anderen Videos. Schaut da gerne mal rein. Ist ja einer der drei großen Ayla-Player neben Artbeck und Lagavulin. Ist bekannt für sein, ja, was auf Ayla halt so gebrannt wird, für seinen rauchigen Whisky, vor allem für den Rauch, für diese grünen Flaschen, die man kennt. Und genau, da würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Whisky. Lange Rede, kurzer Unsinn. Tja, der Laphroaig PX Cask. Was ist das jetzt genau? Das ist ein rauchiger, logisch habe ich gerade gesagt, Whisky mit 48 Volumenprozenten Alkohol, ohne Altersangabe, also ein Nass-Whisky, ein No-Age-Statement-Whisky. Wahrscheinlich liegt es irgendwo zwischen 5 und zwischen, ja, doch 5 und 10 Jahren. Der ist nicht kühl gefiltert und gefärbt. Und da würde ich sagen, widmen wir uns auch schon gleich dem Whisky an sich. Wie gesagt, wenn ihr mehr Infos zur Brennerei haben wollt, guckt gerne in die anderen Videos. So. Also heute geht das ja wirklich schnell. Ich habe das wieder als Sample da. Zur Farbe für die Leute, die meine Videos noch nicht kennen oder neu dabei sind. Ja, bei der Farbe sage ich nicht allzu viel dazu, einfach weil ich, ja, meine Augen nicht ganz so gut sind und ich euch da nichts Falsches erzählen will. Er ist gefärbt. Das ist schon eine schöne, ja, so eine Whisky-Bilderbuchfarbe. Das ist fast schon so Richtung Honig. Dunkler Bernstein-Honig. Also es sieht appetitlich aus, aber ja, es ist halt gefärbt. Gereift ist da übrigens in Ex-Bourbon-Fässern, in Quarter-Casks, man kennt es, es gibt ja auch die Laphroaig Quarter-Cask-Abfüllung und hat ein Finish in PX-Fässern, also in Petro-Chemines-Fässern bekommen, ein Sherry. Und von der Nase, erstmal der Rauch. Ganz klar der Rauch, sehr dominant. Die 48% sind gut eingebunden. Ja, die stören eigentlich gar nicht. Man merkt, da ist Druck dahinter, da ist Alkohol drin. Das sind keine 40%, aber die sind nicht störend. Also ich habe jetzt hier nichts, was irgendwo, irgendwo Richtung sprittig oder wirklich hochprozentig in der Nase geht. Also es ist wirklich ein sehr schön eingebundener, weicher Alkohol. Der Rauch wirkt sehr trocken. Phenolisch, dieser typische Laphroaig-Rauch, für mich dieser typische Laphroaig-Rauch, auch schon so Krankenhaus, also das riecht so für mich nach so Mullbinden, dann diesen, ja, diesen typischen Krankenhausgeruch, wenn man da so reingeht, so zwischen so Desinfektionsmitteln, nicht direkt, aber so dieses, diese Mischung aus Desinfektionsmitteln, so wie man sich Verbandszeug vorstellt, es riecht so nach irgendwie sauber chemisch und der Rauch ist auch nicht so eine, nicht so ein dreckiger Rauch. Also jetzt nicht so eine Asche oder irgendwo so eine dreckige Rauchwolke. Er wirkt halt eben trocken, phenolisch, maritim. Also ich habe jetzt ja auch noch so eine Meeresbrise noch in der Nase. Leichtes Jod. Und süß. Wenn man sich dann irgendwann so ein bisschen an diesen Rauch gewöhnt hat, dann kommt die Süße durch von den PX-Fässern. Und diese PX-Dinger, die sind für mich irgendwo immer so ein bisschen, ich habe die immer so ein bisschen als, ja, ich assoziiere die mit pappig süß. Also das ist also ein bisschen pappig, sirupartig. Der ist auf jeden Fall auch sehr süß, sirupartig. Wenig fruchtig bis gar nicht fruchtig. Ich habe hier eher so eine,
So eine ganz trockenen Beeren, so Aronia-Beere. Also so wie Aronia-Beere schmeckt, sowas habe ich in der Nase. Also irgendwo, es ist eine Frucht, aber die ist staubtrocken. Eine leichte Eichenwürze. Und jetzt wird die Süße so langsam, die geht jetzt so langsam ins, ja, so Bonbonartige über. Also das ist keine fruchtige Süße, sondern wirklich so Bonbon, Puderzucker. Ja, sowas, es riecht wie in so einem Candy Shop, in so einem Süßigkeitenladen. Und jetzt habe ich auch noch so ganz, ganz, ganz hinten dran, ganz leicht, sowas leicht Säuerliches. Aber nicht als Fehlnote, sondern eher so eine, ja, ich weiß auch nicht, so eine, sowas Zitroniges irgendwie, so. Aber so Zitronat. Also gefällt mir ganz gut, so diese Mischung aus Rauch, aus dieser Süße, diese fehlende Fruchtigkeit, gleichzeitig diese Trockenheit und hinten dran noch dieses Zitronat. Ja, gefällt mir gut, ist schön ausgewogen, ist nichts, was jetzt irgendwo wirklich stört. Man muss natürlich den Rauch mögen, also Leute, die gar nichts mit Rauch anfangen können, ne? Ich meine, da wird natürlich der Rauch sehr störend sein, logisch. Aber hier, nee, gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. Und wenn man jetzt noch eine Weile dabei bleibt, also der ist jetzt nicht unglaublich komplex, aber da könnte noch so ein bisschen was rauskommen. Ja, würde ich sagen, probieren wir es auch schon. Auf euch. Cheers. Skull! Der hat auf jeden Fall Druck. Die 48% transportieren schön rüber, schmecken aber gar nicht wirklich wie 48%. Das fühlt sich irgendwo ein bisschen, es fühlt sich weniger an, aber die liefern trotzdem die 48 ab. Lefroig hat sehr stark eingeschnürte Brennblasen. Die haben einen sehr weichen Alkohol. Dazu dieser heftige Rauch. Ist eine schöne Mischung. Dann das Sherry noch dran. Also es ist auch süß. Ich habe hier so einen Puderzucker auf der Zunge, beziehungsweise auch so diese Fruchtbonbons. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so diesen Gläsern. Das sind so runde Gläser mit so einem großen Schraubdeckel und da sind dann so, ja, eben Fruchtbonbons in verschiedenen Fruchtformen drin und die sind mit so ein bisschen wie Puderzucker bestäubt. Genau sowas habe ich jetzt noch auf der Zunge. Jetzt kommt noch eine Eichennote mit. Natürlich der Rauch. Der Rauch ist jetzt aber im Mund, finde ich, nicht so krass wie in der Nase. Also in der Nase war der schon heftig da. Der hat einen heftigen Antritt. Im Mund ist er da. Er gleitet alles aus, aber es ist sehr angenehm. Das ist so ein mummeliger, angenehmer, warmer Rauch. Also für mich fühlt er sich wirklich so warm an, nicht so aschig. Auch nicht so nach, ja, halt nicht so Asche. Drecktermäßig. Es ist halt ein schöner, warmer, trockener Lagerfeuerrauch, eine leichte, die Eichennote ist dabei, eine leichte Würze habe ich dabei. Die Süße, also die Süße ist wirklich, wirklich krass, aber auch wieder hier keine Fruchtigkeit. Also es ist keine Fruchtsüße. Ich habe jetzt hier nicht irgendwie, ja, keine Ahnung. Irgendeine Assoziation zu einer Frucht. Das ist wirklich so Bonbon, Puderzucker, Sirup. So ein bisschen. Ja, genau, Sirup trifft es wirklich gut. Das schmeckt halt eher wie so chemische Fruchtsüße. Im positiven Sinne allerdings. Nur, dass ihr so einen ungefähren Eindruck bekommt. Das Finish hinten raus löst sich relativ schnell auf. Also da ist hinten raus recht kurz. Was bleibt, ist eine sehr angenehme Süße. Diese Mummeligkeit, dieser warme Rauch, dieser malzige Rauch. Ich kann jetzt, ja genau, jetzt kommt auch so ein bisschen was Malziges. So eine Malzsüße kommt jetzt noch mit. Gefällt mir sehr gut. Also diese Malznote ist wirklich angenehm. Aber er verfliegt halt relativ schnell. Das muss man auch dazu sagen. Er bleibt jetzt trotz dieser krassen Rauchnote nicht lange da. Was bei mir jetzt recht lange bleibt, ist diese Malzsüße.
Genau. Die Eiche auch noch kurz, die ist jetzt aber schon weg. Ja, gefällt mir wirklich gut. Der ist jetzt natürlich nichts für Leute, die Rauch nicht mögen oder sich jetzt nicht so an die Eiler-Dinger rantrauen, weil die vielleicht zu heftig sind, weil man damit jetzt noch nicht klarkommt. Oder wenn man jetzt ganz neu irgendwo eingestiegen ist. Grundsätzlich gefällt er mir aber sehr gut, eben durch diese Mischung, dieser krasse Rauch, dieser Lagerfeuer-Krankenhausrauch mit dieser maritimen Note gegenüber dieser Süße und einfach mal diesmal nicht so dieses Fruchtige dabei. Gefällt mir sehr gut. Ist auch ein Stück weit süffig. Also, wer sowas mag, für den, also ich bin ja Rauchfan, für mich kommt der wirklich sehr süffig rüber. Die 48% sind klasse, also hier bekommt man wirklich einen sehr guten Tropfen. Tja, wo liegt man jetzt hier preislich? Preislich, ich habe heute mal so ein bisschen rumgegoogelt und mal so ein bisschen im Netz rumgesucht. Ich gebe das dann immer einfach mal so ganz unbedarft in Suchmaschinen ein und guck mal so quer und guck jetzt nicht auf irgendwelchen Seiten, wo ich weiß, dass da halt gute Angebote vielleicht sind oder wo man am ehesten guckt, einfach um so einen Durchschnittswert zu bekommen. Ich würde jetzt mal so sagen, der liegt standardmäßig aktuell im groben Durchschnitt zwischen 70 und 80 Euro. Ist natürlich eine Hausnummer und dafür, dass kein Alter draufsteht, er wahrscheinlich irgendwas zwischen 5 und 10 Jahre ist. Also für mir kommt er so vor wie so ein, keine Ahnung, 7-, 8-Jähriger, ich weiß es nicht, man kann sich durch diesen Rauch und durch diese Süße auch sehr schnell vertun. Da bin ich aber auch nicht bewandert genug. Man bekommt aber einen schönen, runden, leckeren Whisky, der einfach abliefert, der einfach schmeckt, der ausgeglichen wirkt. Er wirkt einfach nur gut gemacht. Tja. Ob es nun den Geschmack des Einzelnen trifft, ist natürlich komplett individuell. Man muss mit viel Rauch klarkommen. Das ist natürlich so wieder dieser, wo jeder selber entscheiden muss. Wer allerdings Islay Whiskys mag, wer mit Lefroy klarkommt oder auch mit den anderen Rauchern, die da drüben so sind, dem kann ich den auf jeden Fall ans Herz legen. Preislich muss jeder selber entscheiden, was ist das ihm jeweils das wert. Ich sage mal, die Preise gehen sowieso immer weiter nach oben. Die fallen jetzt nicht sonderlich. Und 70, 80 Euro für einen wirklich guten Whisky sind doch schon vertretbar, würde ich sagen. Wenn ihr da jetzt anderer Meinung seid, ist das natürlich auch vollkommen okay. Jeder hat da seine eigenen Präferenzen. Ja, von mir hat er auf jeden Fall eine Empfehlung. Der ist lecker, der liefert ab. Da ist Qualität im Glas. Und da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Tja, gut, dabei würde ich es auch schon belassen. Wenn ihr den kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer darüber, wenn ihr mir eure Eindrücke da mal drunter schreibt unter meine Videos. Mögt ihr den nicht? Findet ihr den besonders klasse oder findet ihr den, sagt ihr, der geht gar nicht? Schreibt es mir gerne mal. Was habt ihr da bei dem Whisky alles im Glas oder was ist da für euch alles im Glas? Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder, falls ihr es noch nicht getan habt, auch ein Abo dalasst an alle, die das schon getan haben. Vielen lieben Dank und ja, ich lasse mir den jetzt noch schmecken und verbleibe mir immer mit den Worten: Passt auf euch auf, bis nächste Woche und schmecken lassen. Cheers.